Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute möchte ich mal mit euch ein wenig Acryl malen. Dazu habe ich ein Bild vorbereitet, was ich heute mit euch machen möchte. Und zwar ist dieses Bild mit Krakelierlack gearbeitet. Krakelierlack, das ist ein Lack, der dafür sorgt, dass die Farbe reißt. Ich erkläre euch auch, wie ihr das macht, wieder Schritt für Schritt, wie immer, wie ihr das von mir kennt. Dann wünsche ich euch viel Spaß. So, heute braucht ihr mal keine Pastellkreide, sondern wir haben einen breiten Pinsel. Dann habe ich hier drei verschiedene Farben. Einmal Stahlblau, Schwarz und Peinesgrau. Ich mache zuallererst den Hintergrund. Ihr wundert euch bestimmt, dass ich jetzt ein flaches Papier habe, wo ich doch gerade noch eine, in Anführungsstrichen, Leinwand hatte. Schaut mal, ich habe etwas vorbereitet. Ich habe dieses Papier so gefalten. Man bekommt das so komplett gekauft. Und die Falz jeweils, die ist schon drin und man kann das hinterher richtig wie eine Leinwand falten. So, ich mache zuallererst den Hintergrund. Zwischendurch immer ein kleines bisschen Wasser nehmen. Dann lässt sich die Farbe etwas besser verstreichen. Und ich werde im unteren Bereich ein bisschen dunkler werden. Ihr seht, ich male auch nicht komplett bis ganz am Ende eures Papieres, sondern nur die erste Falz. Die erste Falz ist von hier bis da. So, jetzt schaut ihr noch mal einmal nach, ob ihr überall alles habt an Farbe. Denn wenn das so ein bisschen trocknet, kommen so einzelne weiße Bereiche zum Vorschein. Jetzt könnt ihr euren Bereich komplett einmal föhnen. So, das Bild ist trocken. Jetzt habe ich den Krakelierlack mir hier auf meine Palette gemacht und nehme wieder meinen breiten Pinsel und arbeite in einer Strichtechnik den Krakelierlack auf. Es kommt ganz drauf an, wie ihr das haben möchtet, wie der Hintergrund reißen soll. Wenn der grob reißen soll, nehmt ihr mit ein bisschen mehr. Wenn es fein reißen soll, nehmt ihr natürlich ein bisschen weniger. Wichtig, überall muss der Krakelierlack drauf, auf die Farbe. Also immer so ein bisschen gegen das Licht halten, damit ihr seht, ob ihr auch überall drauf, den Krakelierlack überall drauf gemacht habt.
den Krakelierlack, den bekommt ihr in einem gut sortierten Bastel- und Künstlerbedarf. Oder halt im Internet. So, ich denke mal, ich war überall. Dann sofort den Pinsel auswaschen, damit, weil der wird natürlich sonst fest, der Krakelierlack, und damit ihr hinterher auch später noch Farben damit arbeiten könnt. So, anschließend föhnt ihr es. Ich habe das jetzt geföhnt. Ihr macht den Handtest. Also es kann ganz, ganz leicht kleben noch. Das ist vollkommen in Ordnung. Es sollte aber nicht mehr an der Hand bleiben, kleben bleiben. Jetzt habe ich mir Weiß auf die Palette gemacht. Mach den Pinsel ein ganz wenig nass. Verteile die Farbe ein bisschen mit dem Wasser. So, wenn ihr jetzt rüber geht, ihr müsst jetzt nicht überall mit dem Weiß rübergehen, aber was wichtig ist, sobald es anfängt zu reißen, hört ihr auf und geht nicht nochmal drüber, weil sonst ist der Reißeffekt nicht mehr da. Am besten ihr probiert irgendwo am Rand. Also ihr seht, auf der rechten Seite fängt es schon an zu reißen, also da bitte nicht nochmal drüber gehen. Ihr müsst relativ zügig arbeiten. Der Hintergrund soll ja so ein bisschen unruhig werden. Und welche Richtung ihr malt, das Weiß, das ist eure Sache. Das kann jeder so machen, wie er das möchte. Genau wie den Untergrund, wenn ihr den halt nicht so dunkel haben möchtet. Ich habe den bewusst so dunkel gemacht, weil ich möchte den Effekt, den sieht man natürlich noch intensiver. Ihr seht also, wie jetzt das Bild komplett reißt. Und der Effekt ist halt wesentlich intensiver, wenn man einen dunklen Untergrund hat. Jetzt lassen wir das Bild einfach ein bisschen ruhen. Man kann natürlich auch föhnen, um den Vorgang ein bisschen zu beschleunigen. So, jetzt ist es trocken. Jetzt male ich mir eine Vase. Wie ihr seht, da wo die Farbe etwas dicker ist, ist es natürlich auch größer gerissen. Da habe ich dann auch ein kleines bisschen mehr von dem Krakelierlack drauf gemacht. Hier in dem Bereich hier vorne werde ich jetzt die Vase hinsetzen. Ihr könnt irgendeine Vase machen, eine Rundvase oder was ihr gerade wollt. Ich habe dazu einen Kreidestift genommen, weil den könnte man zur Not auch wieder wegwischen, wenn es mir doch nicht gefällt. Das
könnte auch ein Marmeladenglas sein. Aber jedem, was er gerne möchte. So, jetzt möchte ich natürlich die Vase auch in Krakelierlack machen. Das heißt, ich mache mir jetzt nochmal Krakelierlack auf meine Palette. Und mal nicht die komplette Vase, sondern nur den unteren Teil. Wie ihr seht, mache ich das auch ein kleines bisschen dicker, weil ich möchte, dass das relativ grob reißt. Wie ihr seht, habe ich auch einen kleineren Pinsel genommen, weil mit dem großen wird es zur Not auch gehen, aber es ist natürlich halt wesentlich schwieriger. Und warum soll man es schwieriger machen, wenn es auch einfacher geht? Auch wieder darauf achten, dass ihr auch überall hinkommt. Und ich werde das auch nur bis zur Kante unten machen, weil ich möchte nicht den Knick hinterher in dem unteren Teil haben, in den Knick von der Vase in dem unteren Teil des Papiers haben. Das sieht man sowieso nicht. Also wie gesagt, ein bisschen dicker auftragen, auch überall gucken, wieder gegen das Licht halten. Da er jetzt ein bisschen intensiver ist, macht ihr jetzt anschließend euren Pinsel wieder sauber und föhnt die ganze Geschichte. Dann könnt ihr nämlich gleich sofort weitermachen. So, der Krakelierlack ist jetzt trocken. Jetzt habe ich mein Peinesgrau vom Anfang, wo ich den Hintergrund mitgemacht habe, und arbeite jetzt. Ihr müsst zügig arbeiten, aber trotz alledem überall schauen, dass ihr das so gleichmäßig wie möglich machen könnt. Ich mache die Farbe auch ein bisschen dicker, wie ihr seht. Und versucht jetzt nach unten zu arbeiten. Also immer senkrecht. Ihr seht, wie die Farbe jetzt auch schon wieder reißt. Und da ich einen hellen Untergrund habe, ist natürlich klar, dass der Untergrund jetzt hell aufreißt. So, mehr kann ich nicht drüber gehen. Was ich jetzt noch machen kann, ist meinen Rand selber hier oben. Da habe ich ja jetzt keinen zusätzlichen Krakelierlack draufgesetzt. Da kann ich auch die Farbe etwas dünner machen. Da arbeiten wir gleich noch mit Licht und Schatten. So wie natürlich in der Vase auch. Aber hier kann ich richtig mit viel Ruhe malen. So, jetzt muss das halt wieder trocknen. So, die Vase ist jetzt getrocknet. Jetzt nehme ich verdünntes Weiß. Das heißt, ihr macht auf eure Palette euer Weiß und ein bisschen Wasser dazu. Und dann malen wir
den oberen Rand der Vase. Nämlich ein kleines bisschen dunkel mit dabei, aber immer noch verdünnt. Und gehe nochmal drüber, weil ich möchte natürlich nicht, dass das so extrem weiß erscheint. Wie ihr seht, habe ich einen etwas kleineren Pinsel genommen. Dafür. So, jetzt nehme ich wieder meinen mittleren Pinsel und da jetzt hier alles trocken ist, kann ich hier ein paar Streifen reinsetzen, um noch das Bauchige so ein bisschen rauszuholen. Kann natürlich sein, dass das jetzt auch noch mal reißt, also erschreckt euch nicht, wenn es reißt. Normalerweise nicht, da die Farbe ja trocken ist, aber es kann halt immer mal passieren. So, jetzt wird das einmal kurz geföhnt. So, ich habe mir jetzt grün und gelb, rot, lila auf die Palette gemacht. Jetzt machen wir zuallererst die Stiele und die Blätter. Also ich habe jetzt permanent grün genommen und echt gelb hell. Wenn ich jetzt dieses normale Grün nehmen würde, das wäre natürlich zu krass. Also mische ich mir ein leichtes Olivgrün. Mit Grün, Gelb und Rot. Und dann mische ich so lange, bis ich die Farbe habe, die mir auch wirklich gefällt. So, ich werde drei Blüten machen. Und zwar, ihr seht diesen Bereich, den finde ich eigentlich total schön. Den möchte ich eigentlich auch gerne lassen. Also setze ich hier erst einmal eine kleinere rein, einen kleineren Stiel mit meinem Oliv. Ihr seht, ich habe einen Flachpinsel und nehme den Flachpinsel auch flach. Also nicht komplette Breite, sondern so ein bisschen schräg. Wichtig ist, dass auch da, wo ihr hinterher die Blüte hinsetzen wollt, auch da natürlich Stängel ist, weil der Stängel geht durch die Blüte durch und hört nicht irgendwann auf. So, jetzt möchte ich hier noch eine weitere Blüte gleich setzen. Wichtig, ihr seht hier vorne, seht ihr den Rand, dass ihr nicht drüber malt. Über den Rand könnt ihr malen, über den hinteren Rand, aber bitte nicht über den vorderen Rand. So, und eine Blüte lasse ich knicken, die dann hier in dem Bereich sitzt. Jetzt kommen die Blätter dran, die mache ich, dann mache ich in meine Farbmischung etwas mehr Grün, dass wir aber immer noch einen leichten Olivton haben, aber ein wesentlich helleres Oliv. So, jetzt gehe ich mit dem Pinsel einmal in das Gelb rein und auf der anderen Seite in das Grün rein.
und setze mein Blatt. Ihr seht, ich drehe das immer so ein kleines bisschen. Euer Pinsel experimentiert da so ein bisschen auf einem separaten Blatt. Das ist immer hilfreich. Blätter müssen gar nicht gleich sein, weil normalerweise niemals Blätter gleich sind. So, jetzt nehmt ihr euch einen kleinen Pinsel. Und setzt eure Stiele. So, jetzt habt ihr mit wenig Aufwand schon mal eure Blätter gemacht. Jetzt habe ich Ohrenstäbchen zusammen gemacht mit einem Gummiband und gehe in verschiedene Farben rein. Ich habe mir lila habe ich ja drauf, rot habe ich drauf, das Weiß von vorhin noch und auch das Peinesgrau. Jetzt gehe ich zuallererst mit dem Lila rein, um überhaupt mal die Blüten darzustellen. Ihr seht, ich habe nur die Spitzen mit Lila gemacht. Das ist Sommerflieder. Der ist immer ziemlich spitz und gar nicht so groß. Und jetzt wird halt nur getupft. Und lasst den Stiel selber ein kleines bisschen durchschimmern. Und nach oben hin, die Spitze, kann der immer weniger werden. Ein bisschen schräg halten, wenn ihr die Spitze macht, damit ihr wirklich nur eins, zwei von den Ohrenstäbchen mit Farbe dann auf das Papier bringt. So, jetzt drehe ich die Ohrenstäbchen einmal um. Und nehme den dunklen Ton. Ich habe von oben wollte ich, dass das Licht kommt. Das heißt, im unteren Bereich setze ich jetzt das Peinesgrau. So, jetzt habe ich mir noch ein weiteres Päckchen mit Ohrenstäbchen fertig gemacht und gehe dann mit Rot rein. Im Prinzip überall so ein kleines bisschen.
Farben brauchen nicht zwischendurch getrocknet zu werden. Jetzt nehme ich die andere Seite und gehe mit Weiß rein. Und zwar im oberen Bereich entgegengesetzt, also der größte Teil von dem Weiß im oberen Bereich entgegengesetzt zu dem Dunklen. Aber natürlich auch da ein kleines bisschen in das Dunkle reingehen, aber halt nicht so viel. Ihr könnt natürlich auch die Farben wählen, wie ihr die möchtet mit dem Flieder. Und ihr seht, wie sich die Farben, weil die ja noch feucht sind, miteinander verbinden. So, mir gefällt das noch nicht so ganz. Ich mache das jetzt noch im unteren Bereich ein bisschen breiter. Ihr seht, ihr könnt ja immer wieder drüber gehen. Sieht jetzt ein bisschen sehr dunkel aus, aber ihr wisst ja, ihr könnt immer wieder drüber gehen. Bleibt wird auch nicht so bleiben. Erstmal mit dem dunklen Ton. Dann gehe ich mit dem etwas helleren, mit dem lila Ton drüber. Ah, jetzt gefällt mir die Form schon ein bisschen besser. Jetzt wechsle ich zu dem hellen und setze auf jeden Fall noch ein bisschen Weiß rein. Dann werde ich mit dem Lila, werde ich mir hier mit der Lila-Weiß-Mischung noch ein ganz zartes Lila anmischen. Dann gehe ich noch mal mit dem ganz zarten Lila rein. Und jetzt werde ich, jetzt habe ich noch ein paar saubere Stäbchen. Da gehe ich jetzt mit Weiß direkt mal rein. So, jetzt, was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass nicht mehr grün zu sehen ist. Also werde ich einfach noch ein paar kleine Äste reinsetzen, ein paar leichte Äste mit meinem Olivgrün. Vielleicht mal ein bisschen noch dunkler machen. Es geht jetzt schon ein kleines bisschen ins Braune. Die ganze Sache ein bisschen aufzulockern. Thank you.
Diese Sachen, die könnte man zum Beispiel auch wunderbar mit einem Filzstift machen oder mit einem anderen Stift. Ihr seht, manchmal sind die auch ein bisschen unterbrochen, das macht überhaupt nichts. Der ganze Hintergrund ist ja so ein bisschen gebrochen. Deshalb passt das auch. So, ich denke mal, ich könnte es so belassen, wobei, Moment, ich setze noch ein bisschen Gelb auf den oberen Bereich der Blätter. Und ihr seht, dass die Blätter teilweise auch gerissen sind, aber das ist in Ordnung. So, das war's, würde ich mal sagen. Jetzt noch einmal unterschreiben. Nochmal entweder mit dem Pinsel, aber ich mache es mit dem Pinsel. Ihr könnt aber auch einen Stift nehmen. Okay, das war's. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ganzen Sache. Mal etwas anderes mit Acrylmalen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir einfach oder schaut in der Infobox nach, wo und wie ihr meine weiteren Kanäle findet. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, euer Kunstengel.